Moin! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Elsort. Jo, für die, die sich wundern, ich habe gestern noch Pokémon hochgeladen, eine Folge. Heute ist Elsort dran. Ich bin im Moment nicht in Wuppertal übers Wochenende. Sonntagabend gibt es vielleicht einen Stream, aber ich wollte wenigstens dann gestern und heute was hochgeladen haben, weil sonst habt ihr am Wochenende gar nichts. Ja, wir machen die zwei neuen Dungeons, fangen an mit Trosches Nest. Ich habe die Dungeons schon alle ein paar Mal gemacht. Und die sind nervig. Also ich finde, die sind nicht schwer, die sind einfach nur nervig. Außer jetzt vielleicht hier der Boss Trosch, weil der macht so ein paar Angriffe, da muss man wieder drauf achten, wie man den angreift. Weil man sich selbst damit schaden kann, so ähnlich wie bei Drabaki. Man kriegt diesen Spiegeleffekt. Und ja, hier ist ein Typ, der Seepferdchen wirkt. Keine Ahnung, wieso. So. Hier wird man hin und her geschubst von den Wasserkanälen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, welche Attacke es macht, dass man selbst nicht mehr so angreifen kann. Aber die gibt es hier. Da muss man ein bisschen gucken. Am besten die Erholungstränke bis dahin aufbewahren. So. Haben wir unten noch was? Haben da noch was übersehen? Ja, hier kann man runterfallen. Und es passiert mir jedes Mal. Ich hatte noch keinen Run, wo ich nicht darunter gefallen bin. Liegt auch daran, dass die Wasserkanäle einen da langsam hinschubsen, wenn man nichts macht. Noch einmal gebufft. So, ihr seht hier mal alle hier hin. Okay, da kann man nicht drüber. Okay. Na guck mal, der hat einen kleinen Glazier-Edelstein bekommen. Ich habe schon den besten Stein, den es jetzt gibt, bekommen. Da sind 200 Stück drin. Dauert halt immer noch ewig, glaube ich, die ganzen Glaziers zu farmen. Auch mit dem 200er Stein. Den kriegst du ja auch nicht immer. Wirst du jeden Run zwei, dreimal bekommen? Kein Problem, aber. So einfach macht es einem das Spiel dann auch nicht. Das Viech will doch nicht kaputt gehen, ne? Das ist auch noch was. Ah, das sind die Quallen. Okay. Gut zu wissen. Ah ja, das ist die Musik von Elsort. Die habe ich jetzt nicht selbst angemacht. Jetzt kommt der Boss. Können wir auch wieder Headhunter draufklatschen. Komm. So. Es sind drei von diesen komischen Schneckenfrösche. Ich wollte sagen, warum greift der Raven nicht an? Er hat aber gewartet, bis hier einer runterkommt. Sind jetzt zu dritt hier unten. Okay. So, jetzt haben die drei Dinger so eine Aura, bei denen man Schaden bekommt. Also man sollte nicht zu nah dran stehen.
Ah, ich stehe nicht gerne unten, aber weil mir die ganze Zeit weggetragen wird. Alter, die Attacken sind auch so nervig von dem Viech. Die Cooldowns steigen hier. Guck mal da oben, da ist auch noch einer. So, Tosch absorbiert HP, das kommt auch zwischendurch vor. Der ist einfach nur nervig. Ja, einer ist gleich tot. Die anderen halt nicht. So. Der Raven hat auch so irgendwie keinen Plan, glaube ich. So, kriegst du mal Schaden. Das traue ich dir als Raven noch zu. Ein bisschen Schaden machen. So, zwei weg, nur noch einer übrig. Ah, guck mal, ich habe einen großen Glazier-Edelstein bekommen. Nice. Direkt gucken, ich glaube, das ist der 100er, ne? Der große. Hm. 150. Alter, der hat nicht mal das Doppelte an Schaden gemacht. Das ist traurig. So, es gibt im Moment wieder Event-Quests, wo du insgesamt dann 5 von diesen Amethysten pro Dungeon bekommst. Also bei den 2 neuen. Heißt, kannst du im Moment jeden Tag, warte mal, 10, 16 Amethysten bekommen, wenn du alles machst. Glückwunsch an Queen Sub. Und ja, ich wollte jetzt nicht die Event-Quest fertig machen, ich wollte nur die neuen Dungeons zeigen. Einfach nur, weil, muss gleich schon los in spätestens 2 Stunden, damit ich noch zum Abendessen da bin. Nee, muss ich nicht kochen, genieße ich auch mal. Ja. Dann mal gucken, wann hier jemand den Dungeon machen möchte. Wir sind zu viert. Wunderbar. Die Mine, die ist interessant, weil da gibt es 4 verschiedene Aspekte, die man in Angriff nehmen kann. Man kann oben und unten jeweils eine Ebene von Monstern befreien. Das ist auch das, was man machen muss. Dann kann man noch Flammensteine kaputt hauen. Hier obere Etage putzen, Mine aufräumen, Raffinerie reparieren. Und es gibt ja noch diese Hitzesteine. Ich weiß nicht, was das verursacht. Ich glaube aber, wenn man alle Hitzesteine kaputt schlägt, ist der Boss einfacher. Und ich bin dann meistens der, der hier so rumrennt und nach den Steinen schon mal sucht. Da oben ist zum Beispiel einer. Müsste ich jetzt mal gucken, wie ich da rankomme. Hier ist einer. Dann mache ich manchmal einfach so. Bisschen Waffen. Hier kann ich nichts einfach runterspringen. Da kann ich aber. Hier war noch einer. Wunderbar. Guck mal, da ist noch einer. Hier ist einer. Ich guck halt. Hier habe ich jetzt gerade keinen gesehen. Ist hier noch ein Flammenstein? Ein Hitzestein? Ja. So, wir sind bei 50%. Hier ist noch ein Sprungbrett. Da ist noch einer. Ich weiß halt nicht, wo die überall die Hitzesteine verstecken. Anscheinend immer wieder an denselben Orten.
Okay, interessant. Guck mal, hier war ich noch gar nicht. Das sind Krebs. Da ist wieder ein Flammenstein. Da gehe ich sofort hin. Gar kein Problem. Obere Etage ist sauber. Fehlt noch die Mine. Hier geht es ja noch runter. Da ist noch ein Hitzestein. Hier war aber noch einer. Sind bei 70%. 80. Da oben war einer. Hier irgendwo war einer. Den schnabuliere ich mir jetzt noch. Da. Wir sind bei 90% Flammenstein. Da ist noch einer. Einer fehlt noch. Oh, geil. 100%. Jetzt kann ich unten bei der Mine helfen. Ja, mehr ist nicht mehr übrig. Ja, dieser Dungeon, der braucht ein bisschen Zeit, aber ich finde es ganz cool. Ist ja nicht dieses Standard, ich klatsche jetzt alles einfach drauf, sondern man kann auch wirklich was machen, wenn es hinterher anders wird. Oh, guck mal hier, Rashid hat diesen riesigen Zauberstein bekommen. Da sind 200 drum. Ja, wir mal die Hypers rausklatschen hier. Haben ja genug Platz. So, komplett fertig geworden. Komplett fertig geworden. Alter, ist das schnell weg. Das ist die Gruppe, die gibt ja Vollgas hier. Sehr schön. Der ging schnell. Schaden habe ich am wenigsten gemacht, aber immer noch genug für meine Verhältnisse. Ah ne, nicht Gruppe verhalten, Gruppe verlassen. So, dann zählen wir mal hier. Das ist der riesige Zauberstein. Der hat 200 Glazier, dann haben wir 150 und 100. Die Bruchstücke mit 30 und 10. War da nicht noch einer mit 3?
Kann sein, dass ich mich vertue. Ja. Ja, das waren die zwei neuen Dungeons. Nicht schwer. Der zweite, der braucht ein bisschen Zeit, macht aber auch dementsprechend, finde ich, Spaß, weil es wirklich nicht dieses stumpide ich klatsche jetzt alles ist. Ja, nutzt das Event, Leute, wenn ihr die Zeit habt. Die Amethysten lassen sich, glaube ich, nicht mehr so schnell farmen später in Zukunft. Er hat zwar mehr Dungeons dann pro Tag, aber da kriegt ihr nicht so viel zusammen wie jetzt, wenn ihr wollt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann entweder morgen in einem Stream oder durch die Woche irgendwann. Bis dahin.